Ja, ich bin Peter und ich tauche seit über 30 Jahren und habe da gelernt, dass man zum Tauchen zum Beispiel eine Pressluftflasche braucht. Und dann wäre ein Lungenautomat noch gut. Und ein Jacket natürlich. Ja, und am Schluss sollte es natürlich auch noch ein Anzug sein, ein Maskenschnorchel und Flossen. Tja, und das ist Nick. Und Nick ist da ganz, ganz anderer Meinung. Hallo Peter. Ich glaube, wir brauchen das nicht. Und wenn ich mir es richtig überlege, haben wir eine tolle Lunge. Das heißt, wir brauchen auch das. Wenn wir keine Flasche haben, dann brauchen wir auch das nicht. Und eigentlich ist das hier alles, was. Und damit soll ich tauchen? Damit das richtig taucht. Und das bringst du mir jetzt in der nächsten Das Woche bringe ich bei. Dir bei. Ja. Wir werden sehen. Dankeschön. Doch ehe es ins Wasser geht, lernen wir erstmal richtig zu atmen. Erstaunlich finde ich, dass man dabei auch noch zum Gewichtheber wird. Ich habe tatsächlich mit meinem Bauch 1 Kilo zur Hochschräge gebracht. Die Atemtechniken sind durchaus auch sinnvoll für den Alltag, um beispielsweise auch mal wieder von der Palme herunterzukommen. Dann endlich geht es in den Pool. Aber auch hier sind heute noch keine Höchstleistungen gefragt. Entspannung ist angesagt, entweder auf dem Rücken oder mit dem Gesicht im Wasser. Ich finde, das hat bei mir schon ganz ordentlich geklappt. Etwas mehr als 1 Minute am ersten Tag. Mensch, Nick, wo wird das wohl noch enden? Und morgen wird da, sicherlich wird man da Mega-Effekte haben, ja, wenn man im Rahmen einer Tauchtabelle das Warm-up den Körper langsam darauf vorbereitet, die Abholphase zu verlängern. Da wird morgen der Effekt erheblich größer sein. Morgen geht es weiter und dann sind wir zum ersten Mal draußen am Riff.